IX. Simulation Tag 3142. Modus 6 Agents. Ziel: wiederholtes Eliminieren der 5 Agenten bis zum Ende der Simulation. Teilnehmende Agenten: Serena Black, Wladimir Kardalov, Patrick Kosnitschow, Johannes Carter, Anna Jäger, Sabine Schneider. Ende der Simulation voraussichtlich in 11 Stunden, 59 Minuten und 42 Sekunden. Ach, verdammt. Scheiße. Ich hasse diesen Modus. Keine Sorge, Vlad. Den springe ich als erstes um. Sagt wer? Ich schließ dich auf. Ich bring euch alle um. Ach, haltet alle mal die Goschen, sonst finde ich euch sofort. Nur Vollidioten, die man töten kann. Wie immer. Traurig, was aus Serena Black wurde. Finden Sie nicht, Colonel Miles? Traurig? Madame Wright, diese 6 da unten sind nichts weiter als Todsünder. Verrieten ihren eigenen Staat und brachten dann den Bruder des Präsidenten um. Das ist mir bewusst. William Jefferson war ein starker General. Jedoch haben diese 6 ihr Talent verschwendet. William war mir ein guter Freund. Doch wäre er nicht gestorben, hätten wir nie die Erlaubnis gehabt, diese 6 mit Ethernum vollzupumpen und als Himmelfahrtskommando einzusetzen. Falls eine Mission von denen schief geht, wird Amerika nie die Verantwortung übernehmen. Die Erlaubnis hätten sie sowieso bekommen. Serena Black war ihnen deswegen auf den Fersen. Doch sie hatten einen Job, Colonel, diese 6 zu dressieren. Sie können von Glück sagen, dass die Welt nicht erfährt, dass Amerika sich ans MI6 wenden muss. Wir hatten Eriko Senshi dafür geplant, die 6 aufzuhalten, falls diese abtrünnig werden sollten. Ihr habt aus einem Teenager einen Cyborg gemacht, weil ihre Eltern Schwerverbrecher waren. Jetzt ist der Cyborg ausgebrochen, verkriecht sich in Pakistan und die 6, die er töten sollte, sollen jetzt ihn töten kommen. Ein genialer Plan. Ach, Wright. Das wäre niemals passiert, hätten sie ein besseres Auge auf ihre beste Schülerin geworfen. Vielleicht. Sehen wir, wie die Mission in Pakistan wird. Ein abtrünniger Cyborg da, umgeben von Terroristen. Sie wissen ganz genau, warum die Mission nicht fehlschlagen darf. Das verstehe ich. Falls sie jedoch fehlschlägt und sie das in die Schuhe des MI6 schieben wollen, dann sind sie ein toter Mann, Miles. Das gleiche gilt für Sie, Wright. Ein ganz normaler Army-Offizier, der dem MI6 droht? Im alten Amerika wäre das dumm. Aber glauben Sie mir, das Amerika, das seit 1960 unter Alexander Jefferson besteht, hat mehr Macht als alles in der Welt. Na dann, überraschen Sie mich. Wir werden in Pakistan sehen, wie mächtig Amerika wirklich ist. Sie werden sich wundern, Wright. Das hoffe ich für uns beide, Miles. Thank you.
Vergangenheit. Das ist 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 Vergangenheit. Omara und die Mars Warrior. Stand der Kriegerkult vielleicht in Verbindung mit dem Terroranschlag in Pakistan? Ein amerikanischer CIA-Agent packt über die Wahrheit auf. Die Mars Warriors sind nicht nur für den grausamen zweiten amerikanischen Bürgerkrieg verantwortlich, sondern auch für weitaus mehr als erwartet. Unter anderem auch für den Mord gegen den US Army General William Jefferson, den Bruder des seit 1960 amtierenden Präsidenten. Der Komplott der Mars Warriors begann. So eine scheiß Lüge! Gott, oh Gott, wie ich mich hasse. Wie ich mich hasse. So eine Scheiße! Aber dieser Penner Eric Osenji rennt immer noch frei herum. Darkhawk? Darkhawk, bist du dran? Du hast Glück, Serena. Ich hab grad Pause. Gut, ich brauche Informationen. Wie kommt's eigentlich, dass du immer mich fragst und nicht Moonlight? Moonlight steht unter mehr Beobachtung als du. Ah, lass mich raten. Die fünf Namen, die du mir letztens gabst. Ja, die aus dem Six-Programm. Das ist immer noch zäh. Die meisten halten sich bedeckt. Vier davon waren Teil von Spezialeinheiten. Genau von den vier habe ich keine Spur. Aber von dem Warlord Jonas Carter. Wo? Westkalifornische Küste. Der hält dort morgen Abend eine Rede. Sieht so aus, als würde er seine Waffenfirma in Amerika ausbauen. Sag jetzt nicht Sunset City. Doch, Sunset City. Da, wo das fucking Six-Programm stattfand. Wie kann man nur so dumm sein? Ernsthaft vom Stuhl aufgestanden? Kommst du jetzt her? Natürlich. Ist es nicht gerade 11 Uhr nachts bei euch Briten? Ja, jedoch habe ich keine Zeit. Auf Jonas Carter ist ein internationales Kopfgeld ausgesetzt. Ah, weil Sabine Schneider und Anna Jäger Profikiller sind, machst du dir Sorgen. Ich verstehe. Genau das ist das Problem. Ich muss jetzt los. Viel Glück. Werde ich brauchen. Mitchell, ich brauche einen Privatflieger nach Sunset City. Wann? Vor einer Stunde. Gut. Der Flieger wartet am Terminal 8 in 10 Minuten. Ich bringe Anna und Sabine um, falls die Jonas nur ein Haar gekrümmt haben. Sicherheitsleute mit Waffen? Warum sind da SUVs? Guten Morgen, Serena. Wow, Serena! Nicht so schnell, du musst deine Waffe nicht ziehen. Dann gib mir keinen Grund. Du weißt, dass ich übervorsichtig bin, Mister. Mir ist es verboten, Fuß auf amerikanischen Boden zu setzen. Also sag, warum bist du hier? Zwei Gründe. Zum einen beschütze ich dich vor deiner sofortigen Verhaftung. Und zum anderen haben mir meine Vögel in Sunset City ein sehr interessantes Foto zugezwitschert. Hier, schau's dir an. Ein Wohnwagen? Warte, ist das nicht Vlads Wohnwagen? Er ist auch in der Stadt? Sein Wohnwagen ist zumindest im Greenwood Forest von Sunset City, gleich nahe der Innenstadt.
Gut, ich brauche einen Wagen. Relax, daran habe ich gedacht. Wir fallen alle aus. Du kannst dir den einen SUV nehmen. Du weißt ja, Waffen sind mein Gebiet. Und nur für dich habe ich da ein paar sehr wunderbare Schießeisen hinterlegt. Danke dir, Dark Hawk. Ach ja, noch eine Sache, bevor du gehst. Jonas Carter läuft heiß. Oh nein, was ist jetzt schon wieder mit ihm? Nun, es schien so, als hätte seine geplante Rede für eine Menge Wind gesorgt. Ach wirklich, was du nicht sagst, Dark Hawk. Alle sind hinter ihm her. Nordkoreaner, Japaner, Russen, alle. Aber nicht hinter dem Kopfgeld, sondern nach seinem Vermögen und seiner Firma. Die alle wollen ihn als Partner. Wenn man alle wichtigen Kriege finanziert hat, natürlich wird man dann schnell Multimilliardär. Wer hätte gedacht, dass ein Österreicher hinter all dem steckt? Ein Vollidioten-Österreicher, wenn ich bitten darf. Der Bürgerkrieg ist noch voll im Gange und er macht Werbung für seine Waffenfirma. Ein Spatzenhirn ist er. Ist es nicht das zweite Mal, dass du ihn retten musst? So wie alle. Danach trete ich ihm aber mal ordentlich in den Arsch. Ah, gut so. Gut so. Zum Glück wurde der Vogel nicht wieder in einem syrischen Gefängnis gefangen genommen. Irgendwie ist sie heiß. Heiß, aber durchgeknallt. Glaub mir, sie bringt dich um, bevor du es bei ihr überhaupt versucht hast. Sind alle aus dem Six-Programm so gestört? Nun, voll auf Drogen und jeden Tag 12 Stunden in einer Simulation für 8 Jahre tun keinem gut. Haben die nicht in der Simulation gegeneinander gekämpft? Unter anderem. Was? Dark Hawk, die bringen sich doch bestimmt gegenseitig um, sobald die aufeinandertreffen. Ach, mach dir da keinen Kopf. Sie macht schon nichts Dummes. Verdammtes Wohnwagenfenster. So, wo ist Vlad? Mom, bist du das? Vlad! Was zur Hölle? Vlad. Serena, was machst du in meinem scheiß Wohnwagen? Vlad, beruhige dich. Ach ja, hast recht. Du bist natürlich auch ganz ruhig. Das Fenster war gerade eben erst gewechselt. Wie hast du mich überhaupt gefunden? Genau wie das erste Mal, Vlad. Ich habe meine Kontakte. Ach, scheiß auf deine Kontakte. Du besuchst mich doch bestimmt nicht einfach aus Freundlichkeit. Ich kenne dich. Bei dir geht's immer ums Geschäft. Sag, wie viel der Job bringt und ich überlege es mir. Du kennst mich halt. Aber dies ist ein unbezahlter Job. Dann nicht. 16,7% von Jonas Carters Vermögen. 33,3%. Hand drauf. Wir sind im Geschäft. Die 16,7% ziehe ich einfach von Anna Jäger ab. Anna Jäger? Du hast diese Verrückte auch dazu geholt? Nicht ganz. Ich habe noch nicht mit ihr geredet. Oh, hallo. Vlad, steck die verdammte Waffe weg. Nur wenn du das Scharfschützengewehr wegsteckst. Warum hältst du überhaupt das Gewehr in 2 Meter Entfernung von mir? Sei froh, dass ich es wenigstens noch halte. Haltet mal beide die Anna Fresse. Anna hätte dich sofort abgeknallt. Warte, Anna ist hier? Ich konnte sie gerade noch überzeugen, dass ich zuerst gehe, obwohl ich eigentlich eine Scharfschützin bin. Weißt du eigentlich, was das bedeutet, Vlad? Was denn, Sabine? Los, sag schon. Dass eine Frau mit 2 Pistolen aus der Entfernung Deckung gibt, während ich mit einem Gewehr so nah ran muss. Ich bring dich wirklich noch um. Wie kommt es eigentlich, dass du und Anna euch eigentlich nicht hasst? Serena, warum richtest du eine Waffe auf mich? Deins ist ein Repetiergewehr. Du kannst nur einen von uns töten, bevor du nachladen musst. Gut, ihr habt gewonnen. Gut, beruhigen wir uns. Wir beruhigen uns. Gut, kommen wir zum Plan. Also... Verdammt, Messer! Vlad! Alles muss man selber machen. Einhändig? Krass. Sie ist jetzt für etwa 5 Minuten weg. Also, Serena, was gibt's? Also... Serena, sollten wir nicht warten, bis Anna wieder zu sich kommt? Ich meine ja nur, ist doch bestimmt auch wichtig für sie, oder nicht? Naja,
Ich kann draußen so lange ein Lagerfeuer machen. Scheiß auf das Lagerfeuer. Den ganzen Wohnwagen sollte man anzünden. Hey, das war ein Erbstück. Du hast etwas von Russland nach Amerika vererbt? Nun, der Typ, von dem ich das geklaut habe, rief mich hinterher, es wäre eines, während ich wegfuhr. Ach ja, Vlad, der Dieb. Spetsnaz-Major, Arzt und Dieb, meinst du wohl? Angeber, nur dass du unehrenhaft entlassen wurdest. Genauso wie du und Anna von der CIA. Touché. Ihr seid wirklich unmöglich. Können wir zum Wesentlichen kommen? Ja. Bitte? Gut. Ihr erinnert euch an Pakistan? Wir reden nicht über Pakistan. Sehe ich auch so. Was in Pakistan passiert, bleibt in Pakistan. Du bist wieder wach? Athernian im Blut. So wie ihr alle. Gut, dass du wieder unter uns weilst. Ja. Mach weiter. Also, Pakistan. Eric Osenchi, den Cyborg, den wir abknallen sollten. Ich habe Recherche betrieben. Er treibt sich irgendwo in der Nähe von Sunset City herum. Bringen wir ihn um. Nicht so schnell, Cowboy. Und was bringt es uns, den umzubringen? Wobei, da hat sie recht. Scheiße. Vlad und ich sind einer Meinung. Du mich auch. Um unseren Namen reinzuwaschen. Wir wurden für etwas verantwortlich gemacht, was wir nicht getan haben. Eigentlich wurden die Masked Warriors verantwortlich gemacht. Und die sind im Bürgerkrieg gegen Amerika an der Ostküste. Hör zu. Errico ist in der Stadt und hat bestimmt wieder Blood Eggs hochgefahren. Wir müssen Jonas Carter morgen retten. Wir brauchen sein Equipment. Waffen, Nachtsichtgeräte, Wärmevisiere, alles Mögliche, um Errico aufzuhalten. Moment. Jonas Carter? Sabine und ich wollten den morgen abknallen und das Kopfgeld einheimsen. Keine Sorge. Danach wollte ich deinen Kopf wegpusten. Und ich deinen. Ich weiß, dass ihr alle drei Jonas töten wollt, aber wir brauchen ihn. Ihn und Patrick. Blood Eggs hat schon ein paar private Gelände hier in der Nähe von Sunset City. Wir brauchen Jonas. Ihr dürft ihn nicht töten. Ach ja, gute Idee. Stimmt. Ich wollte ihn natürlich auch töten, weil danach kann ich ja zur Polizei gehen und das Kopfgeld annehmen. Gleich nachdem ich alle in der Station umbringen muss, weil die mich auf einmal einbuchten wollen. Serena, ich bin nicht dumm wie diese zwei Mädels hier. Was für einen Grund hast du dann in Sunset City zu sein? Hotel Kalifornien genießen. Hier, in meinem Wohnwagen? Wartet, ihr habt meinem Truck doch nichts gemacht, oder? Den roten Pickup? Wusste doch, dass es deiner ist. Sieht immer noch so hässlich aus wie früher. Dafür, dass er hässlich sei, hast du ihn viel gefahren. Der fährt immer noch? Ja, obwohl Sabine den einmal im Graben versenkt hat. Hey, wir waren in Alaska, es war kalt, Schnee überall und es war einfach nur Scheiße. Und 12 Feinde in ihren Autos direkt hinter uns. Das ist jetzt 3 Jahre her. Irgendwie hat es auch manchmal Spaß gemacht. Ich hasse euch zwar alle, aber es war gut, solange wir noch zusammengearbeitet haben. Ich kriege auch einen Krampf, wenn ich euch sehe, aber wir waren ein gutes Team. Genau das meine ich. Vlad, Anna, Sabine, ich verstehe, dass ihr das nicht wollt. Aber was denkt ihr wohl, warum ich gerade euch damals ausgewählt habe? Weil wir alle verraten wurden. Sei es durch die CIA oder durch die Spetsnaz. Und Jonas war im Gefängnis, kurz bevor er zum Tode verurteilt wurde. Ihr hattet alles verloren, wart aber die Besten auf eurem Gebiet. Wir sollten uns wieder vereinen. So wie damals. So wie damals. So wie damals. So wie damals. Also, seid ihr dabei? Wir werden unseren Namen wieder reinwaschen, retten Jonas, töten Errico und setzen uns zur Ruhe. Ruhe? Klingt gut. Ich mache noch einen Job, dann bin ich raus. Dem stimme ich zu. Serena, dieses eine Mal noch. Aber danach nicht mehr. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir wieder gelingt werden. Dem stimme ich auch zu. Diese Pferde ist voller Schlangen. Sicher, dass wir dann die Richtigen sind? Ich meine, wir waren darauf getrimmt, uns gegenseitig umzubringen. Und um Errico umzubringen. Vor der Simulation haben wir gut zusammengearbeitet. Nach der Simulation schaffen wir das auch. Ich mache euch das Angebot jetzt. Wenn ihr nicht mitmachen wollt, dann sagt jetzt etwas. Gut, wir sollten jetzt schlafen und dann morgen früh aufstehen. Um 18 Uhr ist die Rede. Macht euch auf etwas gefasst. Wir bringen den Krieg zu unseren Feinden. Für Jonas Gates! Halt die Fresse, Vlad!
stop waiting for a war. We bring the war to them.